Herzlich willkommen zur Astronight, herzlich willkommen zu Kochen mit den Sternen. Heute ist der Steinbock dran und passend dazu darf ich euch bei schönstem Winterwetter begrüßen. Es hat nämlich gestern doch noch ein bisschen geschneit bei uns. Was sind nun die Steinbock-Qualitäten? Ja, das Steinbockwesen ist ein Winterwesen. Und so beschreibt man auch den Steinbock oder die Steinbock-Energie als wintertauglich. Da geht es um Durchhaltevermögen, nicht so sehr wie beim Löwen um unbändige Freude, sondern einfach um Verantwortung übernehmen, Dasein, durchhalten. Wenn es ums Essen geht, dann werden dem Steinbock alle Wurzelgemüse zugeschrieben, also im Prinzip auch alles, was wir jetzt im Winter bekommen, weil man es einlagern kann. Ja, und passend dazu gibt es heute selbstgemachte Kartoffelgnocchi mit einem selbstgemachten Sugo natürlich. Und dazu gehen wir jetzt zurück in die Küche. Für den Gnocchi-Teig, also einen selbstgemachten Kartoffelteig, brauchen wir vorwiegend festkochende Kartoffeln. Das sind also speckige Kartoffeln, aber keine frischen, die müssen vom Vorjahr sein. Inzwischen die Kartoffeln kochen, wird das Gemüse fürs Sugo vorbereitet. Ich nehme heute passend für den Steinbock ein winterliches Wurzelgemüse, Karotten in verschiedenen Farben, Pastinaken, Zwiebel. Dann erhitzen wir etwas Öl und geben zuerst die Zwiebel dazu. Die Zwiebel ein bisschen dünsten, bis sie glasig ist, ein bisschen anrösten. Und dann das andere Gemüse dazugeben. Selbstverständlich kann man dieses Rezept abwandeln, wie man möchte. Also ich habe heute für den Steinbock extra das winterliche Gemüse genommen. Das geht natürlich genauso fein mit Paprika oder mit Kürbis, ganz nach Geschmack. Hier geben wir dann noch zwei Chilis dazu. Frische oder getrocknete Kräuter nach Wahl. Und Tomaten. Das können Tomaten in Stückchen sein, Tomatenmark oder Polpa. Man kann das auch selbst herstellen. Das bleibt wirklich jedem selbst überlassen. Und diese Soße, die kann man jetzt so richtig einköcheln lassen. Also das soll eine schöne, dicke, sämige Soße werden. Als nächstes werden die Kartoffeln geschält, wie gesagt, möglichst heiß und mit der Kartoffelpresse werden die Kartoffeln dann richtig fein durchgepresst.
So, und jetzt wird es spannend, denn jetzt kneten wir den Teig. Und dazu braucht man nur Mehl. Viele Köche und Köchinnen machen den Kartoffelteig mit Ei. Kann man auch machen. Der Teig hält dann besser, wird schneller glatt. Aber es geht auch ohne. Wenn das dann ein schöner glatter Teig geworden ist, dann schneidet man kleine Stücke ab und macht so eine fingerdicke Wurst daraus. Da werden dann mit dem Messer die kleinen Gnocchi geschnitten. Besondere Kunst wäre jetzt noch, dass man entweder zum Herstellen ein Gnocchi-Brett hernimmt, das hat nämlich Rillen, oder dass man es dann mit der Gabel noch macht, also kleine Rillen reindrückt. Ich habe da eine sehr gute Seite entdeckt, wo man all diese Rezepte auch von verschiedenen Köchen ansehen kann. Das wäre die Pasta Grannies Seite. Die einen machen das so, die anderen nicht. Also manche sagen, es ist enorm wichtig, dass die Rillen in den Gnocchi sind, damit sie die Soße besser aufnehmen können. Und andere wieder schneiden es einfach glatt runter und passt auch. Probiert es einfach aus, wie es euch besser vorkommt. Ja, und jetzt wird es spannend. Wir bringen einen Topf mit Salzwasser zum Kochen und dann kommen unsere Kartoffelgnocchi ins Wasser. Die sind wirklich sehr schnell durch. Also so die Faustregel ist, wenn sie oben schwimmen, weil zuerst sinken die auf den Grund, dann sind sie durch. Paar Minuten, dann sind sie fertig. So richtig italienisch ist es, wenn wir dann nach und nach alle Gnocchi kochen und in eine Schüssel geben, also nicht Einzelportionen herstellen gleich, sondern in eine Schüssel geben und dort dann mit dem Sugo vermischen. Serviert werden die Gnocchi dann mit geriebenem Käse. Und ich sage nur noch Bon Appetit. Wie geht's bei uns weiter? Bei uns geht's weiter kommenden Donnerstag mit Sonja Schweighofers SEO ABC. Und eine Woche drauf, am Donnerstag, am 6. Februar, gibt's dann wieder die Good News Wochenschau live aus dem Coworking Salzburg. Ich freue mich auf euch und wir hören uns wieder in 2 Wochen mit Kochen mit den Sternen zum Zeichen Wassermann.